Hallo, da bin ich wieder zu einer Runde Hearthstone. Und zwar zocke ich jetzt mal Valera. weiter Ranked mit dem Seid Murloc-Meister. Ich rush erstmal durch, so lange bis es mit dem Eure Murlocs nicht mehr Seele funktioniert. wird mir gehören. Wenn es mit dem Murlocs nicht mehr funktioniert, muss ich dann halt zu einem vernünftigen Decks umsteigen. Entschuldigung. Den Murloc-Meister behalte ich, glaube ich, erstmal. Ah, schade, nichts Gutes bekommen. Also erstmal abwarten. Wie eine neuere Map. Spiel erstmal in hier. Ein bisschen rumtippen. Ich weiß auch gar nicht, was man hier alles machen kann. Kann ich dem keinen Check geben? High Five! Geht nicht. Warum braucht der Gegner so ewig? Ich kann den Baum hier hinten schütteln. Oh. Erstmal eine halbe Stunde nachdenken, um dann das Mini-Ding einzusetzen. War vielleicht nicht so schlau, falls er jetzt irgendwas hat, um seine Waffe zu verstärken, aber ich hoffe mal einfach, er hat nichts. Und als Murloc-Deck muss ich ja rushen, das heißt immer alles setzen, was es geht und ohne Rücksicht auf Verluste. Oh nein! Ups, ich habe das Feuer ausgemacht. Ich frage mich mach mal an und dann drehe ich mal. Langsam, muss ja gutes Fleisch werden. Ist das hier oben? Pizzeros, das ist okay. War noch ein Murloc. Oh nein, jetzt habe ich ihn verstärkt. Ah, was ist das denn jetzt? Ach du Scheiße. Ich spiele erst ihn. Ah, Scheiße, das funktioniert auch auf. Egal. Bösch ich weg. Schade, den Murloc. Das war eigentlich die Karte, die ich gerade nicht weghaben wollte. Die hätte da bleiben sollen. Der Rest hätte verschwinden können. Eigentlich hätte ich jede. Ich hätte jede Karte akzeptieren können, die verschwindet, aber eigentlich wollte ich genau, dass er übrig bleibt. Wo ist er? Da. Und schon wieder direkt ein. Oh nein, was wird das für ein Kack? Hat er jetzt erstmal 6 Murlocs da drin? Die immer 2 Karten ziehen lassen. So, wie mache ich das denn am besten? 2. 1, 4. Wie ihn spiele, könnte ich ihn so spielen. So viele Möglichkeiten. Kommen wir erstmal so. Diesen Apfel auf euren Kopf. Muss ich treffen? Komm nochmal, nochmal. Sauber. So wollte ich das, Digga. Ihn habe ich jetzt gespielt, um die anderen zu decken. Vor allem ihn hier. Er soll überleben. Murloc-Anführer. Gleich gebe ich nochmal allen Murlocs 2 Leben dazu. Hoffe, ich spiele nicht direkt wieder den nächsten Kackpratzen-Murloc. Das Dingo! Ja! So, dann mache ich 3, 3, 4, 5, 6. Mache ich, glaube ich, so. Ah, nicht getroffen, scheiße. Dann halt. Eine Karte ziehen. Aber erstmal ihn, um allen Leben noch zu geben. Es sind schon so viele Murlocs hier drauf.
Hab schon gewonnen. Adios, amigo. Mega Explosion. Yay! Direkt nächstes. Meine heutige Quest wäre eigentlich, wie heißt es nochmal? Einem Freund zuzuschauen, und zwar beim Sieg, und dann kriege ich direkt ein Kartendeck, aber das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor zu tun. Man braucht ja nicht, man braucht mir nicht beim Zugucken zugucken. Das wäre ja doppelt gemoppelt. Gul'dan! Also bleibt es erstmal dabei. Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Seele wird mir. Nicht mal ein Priester! Ein Lolita-Priester. Beide ich mal so, wie sie sind, die Karten. Ist nicht so schlecht, was ich hab. Ich hätte aber lieber den ersten Zug gehabt statt den zweiten. Hätte ich schon ein Monster auf dem Feld, bevor er überhaupt was hat. Das wäre viel cooler. Nein, du doofe Kuh. Ich kann ja so machen. Ich hoffe, er hätte jetzt nicht für 2 Mana einen mit maximal 3 Angriff töten. Dann würde er ihn direkt einfach töten. Mit Schattenwort? Oder wie hieß das? Tut mir leid, ich bin jetzt bei Hearthstone auch ein bisschen eingerostet. Lacht ihr über mich? Und Spott, wenn er... Was macht er? Den kenne ich nicht. Der ist neu. Wimruhagend. Kampfschrei erhält plus 1 Angriff und Spott, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Hat er wohl nicht. Tja. Nicht mein Problem. Erstmal die weg, damit er nichts ziehen kann. So. Und so. Haha! Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Hoffentlich hat der Murloc-Anführer, wenn ins Spiel gehen, meine Murlocs hoch. Das wäre cool. Oder ich habe einen. Noch besser. Mach ich weg. So geht das auf PC. Haha. Hohohoho. Winner, winner, chicken, genau. Wie viele Finger zeige ich? Hält jedes Mal plus 2 Angriff, wenn ein Charakter geheilt wird. Die ist auch krass. Ich könnte ihn spielen, ich könnte aber noch was viel Lustigeres machen. Und zwar... ein paar Dinger schießen lassen. Go, go! Wenn alle treffen, ist er tot. Komm schon. Ja? Ja? Nein? Nein. Schade. So. Läuft ganz gut. Obwohl für 5 Mana könnt ihr jetzt genau Heilige Nova spielen. Das wäre auch ganz mies, aber... Naja, shit happens. Hab ich schon gewonnen? Nein, noch nicht. Aber nächste Runde habe ich, glaube ich, gewonnen. 8 Leben kann er nicht mehr so viel machen. Er wird versagen. Oh. Hat er nochmal stark geheilt. Zieh nochmal eine Karte. Oh. Ich hätte erst die spielen sollen, dann eine Karte ziehen. Egal. Dirty shit happens. Ich denke, mit dem Murloc-Deck sollte ich so auf Höhe von 16 kommen oder sowas. Ungefähr. Die Musik ist ganz entspannt. Er gibt wohl einfach nicht auf. Er boostet mich noch. Er gibt wohl doch auf.
Doch nicht. Aber der spielt ja noch ernsthaft, das wäre krass. Ha, hat er mir den Murloc erstmal gestiebitzt. Ich kann gewinnen. Jetzt schon. Ich hab gewonnen. Wer wagt es mich zu beschwören, ein Kinderspiel? Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf. Oh, ich habe den Succubus in Golden gekriegt. Und nächstes Match direkt. Hier wird einer nach dem anderen weggezogen. Ohne Rücksicht auf Verluste, mein Gott, Herr Jemine. Denn ich bin Senior Cleanfist. Oder auch der Superheld namens One Punch Man. Ein Schlag, ein Tod. Für jeden Hieb, den ich ausführe, stirbt jemand. Spona. Oh, 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 yeah. Entschuldigung. Guck, was er dazu sagen hat. Ich grüße euch. Erstmal grüßen. Hallo. Ich grüße Sie. Ich bin der Panzer. Schleim, 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 Schleim. Das geht ja alles über hier. Das erinnert mich, ich hatte mal, als ich klein war, habe ich von Harry Potter ein Dingens. Boah, wie nennt man das? Als ich noch ein mega kleiner Popel war, habe ich von Harry Potter so ein kleines Spielzeug bekommen. Das war so eine Riesenschlange. Also so ein Kopf, das war vielleicht Desktop groß. Und da konnte man dieses alte, ich weiß nicht, wer das noch kennt, ist ja heutzutage nicht mehr so aktuell, aber dieses Glibberzeug konnte man da reinpacken. Und wenn man da auf den Knopf gedrückt hat, hat er die Schlange im Mund aufgemacht, dann kam das Glibberzeug raus. Das war voll cool. Das war als Kind natürlich eines der coolsten Sachen überhaupt. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Das mache ich erstmal so. Ich kann mit ihm nicht angreifen, also ihn nicht töten, weil dann habe ich nur noch ein Leben und er wird mich einfach wegpingen. Und das wäre voll doof, weil wenn ich ihn hier schon booste mit 4-2. Was willst du tun? Oh nein! Um Gottes Willen, was tust du denn da? Guck mal, was passiert. Schade, muss ich so machen. Aber weil ich jetzt gerade keine Karte auf Hand mache, mache ich einfach so. Das heißt, kostet mich ja keine Karte und also sowieso Mana übrig. War dann in Ordnung. Sonst hätte ich es nicht getan. Der Mail dreht sich gerade unangenehm in einer Position, nur die ganze Zeit hier vor meiner Tür zu liegen. Er dreht und wendet sich. Jawohl. Alles ins Gesicht. Bevor da in den Magier ist tricky mit dem Murloc-Deck, muss man besiegen, bevor der 7 Mana bekommt, weil dann kann er ganz dirty-mäßig kann er ganz dreckig den Flamestrike machen und mich und bei mir alles ausrotten. Siegestern, hey, ich bin wieder ein Dingens aufgestiegen. Ich bin schon 18. Nicht vom Alter her, ich bin 21, aber ich meine hier in dem. Ich bin gerade Stufe 18. Boah, ich weiß doch, als ich 18 wurde, boah, das war immer so, als ich noch unter 18 war, wollte natürlich jeder Arsch meinen Ausweis sehen. Immer wenn man versucht hat, Alkohol zu kaufen oder weil man cool sein wollte oder Videospiele ab 18 und dann, wenn man 16, 17 war, immer, wo ist dein Ausweis, wo ist dein Ausweis? Und ich weiß noch ganz genau, als ich 18 wurde, war ich ganz stolz drauf, wollte mir unbedingt erstmal ein Spiel einfach nur aus Prinzip ab 18 kaufen, um mal endlich meinen Ausweis zeigen zu können, um mir zu zeigen, wie cool ich bin. Und dann bin ich einfach dahin gegangen, ab 18 ein Spiel gekauft und eiskalt wurde gar nicht erst nach dem Ausweis gefragt. Wie so ein Fluch! Einfach so, von einem Tag auf den anderen.
Vorgestern noch wollten die meinen Ausweis sehen und dann wurde ich 18, am nächsten Tag wollte ich dahin und ja, mega scheiße. Mega Kackbratze. Scheiß-Style ist das. Baradati. Baradata. Baradati. Very entspannte Puppe. Auf! Schon wieder ein Magier muss ich besiegen, bevor er Level 7 wird. Wird aber nicht so leicht. Hat schon gute Karten für den Anfang gehabt. Die alte Drecksau. Oh, den zu nennen darf, alte Drecksau. Mal gucken, kopiert er was? Nein. Will ich angreifen? Oh nein! Hätte man einen Mana-Viech getötet. Und hat dafür ganze zwei Mana bezahlt. Dieser ausgeklügelte Fuchs! Er weiß ganz genau, was mir wehtut! Und nutzt es eiskalt. Oh nein. Oh, er haut einen Zauber nach dem anderen raus, der kleine Drecksack, wa? Kleine Lappen. Hoffentlich hat er nicht für zwei Mana allen gegnerischen Dienern einen Schaden zufügen. Irgendwie magische Stoßwelle oder sowas. Das wäre jetzt verheerend. Aber ist eine Karte, die nicht jedermann dabei hat. Okay, oder so. Drei. Oh, mich ist erschrocken. Ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. So. So. Der muss sterben. Tut mir leid. John. Oh Johnny, warum hast du denn kein Gewissen? Jetzt habe ich ein Ohrwurm des Todes. Nee, nicht mit mir, Jungchen. Und nein, hat er auch noch einen Super Mario Spocko. Und auch noch was ziehen. Boo, you suck! Aber ich habe noch nicht so gute Karten. Ich hoffe, ich ziehe gleich. Oh, schade. Etwas Besseres werden können. Ich muss auf jeden Fall die eliminieren. Guck ich auch mal. Kopiert er eine Karte? Mal gespannt. Ja, tut er. Ach. Kann er behalten. Alles aufs Feld, was geht. Oh ne, der hat jetzt Flamestrike Range mit 7 Mana. Ich glaube, das wird. Das, ich glaube, das. Mir leid. Ja, hat er. Adios, alle. Mann. What the fuck has he doing, the kleine Bitchy? Bitchy Michi. Sehr scheiße. War klar, war mir klar. Scheiß Magier. Ich hasse Magier. Murloc, der Kampf gegen Magier, schlechte Gar. Wortspielkarten, versteht ihr? Weil ich Hearthstone spiele. Ich bin so gut. Hab ich mal wieder eingerissen. Wasser. Ja, und jetzt kriege ich den Super Murloc, den ich die ganze Zeit gebraucht habe. Hässlicher Paco. Spacko-Verzier. Hä? Spiel zur Verbindung ihres Spiels wurde fortgeführt. Was passiert? Jetzt kann ich. So. Oh. Zieh im Visier. Zieh im Visier. Vielen Dank. Ich will noch bei ihm bedanken. Ach. Schauen wir uns das Elend nicht länger an. Dieses Mal gewinnt ihr. Auf jeden Fall gelost mit. Ich, sowieso für Early Game, wenn er schon bei 7-8 Mana ist und ich habe ihn nicht besiegt, dann ist er schon vorbei. Habe auch schlechte Karten für den Anfang gehabt, nicht genug Damage rausgehauen. Ich habe immer nur die einen. Habe hier nicht den Murloc-Anführer oder sonst was gezogen. Den bräuchte man gut für den Anfang.
weil er einfach so viel Damage raushaut, weil jeder scheiß andere Murloc auch noch 2 Damage drauf kriegt. Und wenn jeder verdammte Murloc in meinem Deck noch 2 Damage mehr hat, da hat er keine Chance. Dann weiß er nicht mehr, wie ihm geschieht. Dann reiß ich ihm den Arsch auf! Aber sowas von! Okay, was nu? Komm. Gib Daddy, was er braucht, mein Freund. Oh, pff. Yeah. Ich kann in 2 Zügen schon alle meine Karten spielen. Ein Geheimnis. Ich liebe Geheimnisse. Was mag es für ein Geheimnis sein? Ich spiele jetzt zuallererst ihn hier. Ganz einfach, weil wenn er das Geheimnis hat, dass mein Gegner, dass mein Diener das Leben auf 1 gesetzt bekommt, ist es bei ihm nicht so schlimm, weil er schon Stufe 1 ist. Und ist es nicht. Da hau ich alles raus, was geht. Digga, 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 Digga. Dann ist noch ein Geheimnis möglich, wenn ich jemanden töte. Die Rückkehr oder die Wut oder sowas. Dass er entweder mit einem Leben wieder belebt wird oder dass ein anderer plus 3 plus 2 oder sowas bekommt. Oder es hält mich direkt auf und macht einen mit runter! Mit fette Schmalzbacke. Bei dem habe ich mir jetzt vorgenommen, ihn richtig zu geben, in den Arsch aufzureißen, ihm zu zeigen, was ich drauf hab. Melde mich zum Dienst. Ich werde ihn elendig vernichten. Ich werde sein Gesicht nehmen und es in den Dreck reindrücken und ihn ein bisschen Erde fressen lassen. Das ist mein Ziel. Das ist das, wofür ich hier bin. So. Ich denke mal, wenn ich einen töte, kriegt der andere das Geheimnis da ab. Deswegen mache ich das jetzt alles so. Ah, schade. Den würde ich jetzt gern spielen. Einer meiner Murlocs stirbt jetzt, glaube ich. Leider. Ah, der Part ist sowieso gleich vorbei. Oh nein. Oh nein, wir beide meine Murlocs an dich. Ja, jetzt fühlt er sich cool, war der hässliche Kackbratzenmaster. Ich zieh mal erst eine. So noch viel besser. Muss ich wirklich? Muss ich wirklich? Ja, du musst. Es ist deine Pflicht. Deine Pflicht! Warte, 3, 6. 8, 9. 9 plus 4 sind 13. Ich kann ihn immer noch nicht töten. Ich werde auch keinen von seinen Viechern töten, weil er ganz wahrscheinlich das Geheimnis hat. Nicht Rückkehr, sondern Rache. Und wenn ich einen töte, bekommt der andere plus 2 plus 3 oder plus 3 plus 2 oder ich weiß es leider gerade gar nicht mehr so genau, weil es schon so lange her ist. Warte, reicht es denn? 3, 5, 6? 6? Ist doch 6. 6. 10. Ja, ich hab gewonnen. Gespielt. Kackbratze. Hab ich ihm gegeben, wie ich gesagt habe, mit dem Gesicht in den Dreck gedrückt. So. So muss das.